Hallöchen. Ich werde immer wieder gefragt zur Familienaufstellung, also wo habe ich das gelernt, wie viele Aufstellungen habe ich schon gemacht, geleitet und ja, und auf diese Fragen möchte ich in diesem Video eingehen. Und das sind sehr, also es ist einfach meine persönliche Geschichte, die ich hier mit dir teile und ist alles immer sehr individuell, also schau dir viele Aufsteller an, weil jeder macht es anders und ja, aber das wäre jetzt schon der erste Tipp. Ich fange mal vorne an. 2000, im Jahre 2000, im Januar 2000 hat mich mein damaliger Partner zum ersten Mal mitgenommen zu einer Familienaufstellungswochenende. Ich wusste bis dahin noch gar nicht, was das ist, aber wir hatten damals Probleme miteinander und haben einen Weg gesucht, da rauszufinden, damit zu arbeiten. Und sind dann halt zusammen zu diesem Wochenende gefahren und saßen in einem Raum mit wahrscheinlich 40 Menschen. Und es war so, so beeindruckend für mich, diese Aufstellungsarbeit, dass ich hinterher dachte, das ist was für ein Weltfrieden. Warum habe ich das gedacht? Weil wenn du eine Aufstellung machst, die machst du ja, die mache ich für mich, ja? Aber in dieser Aufstellung sind halt auch Menschen aus meiner Familie, Menschen aus meinem Umfeld. Auf jeden Fall kläre ich etwas mit Menschen. Oder es können ja auch Themen aufgestellt werden oder berufliche Sachen oder Ziele, die man erreichen will. Ist ja kein, mittlerweile weiß ich, da ist alles mit möglich. Aber damals war das ein sehr, sozusagen ging viel um Familien und Beziehungen. Und wenn ich was in mir kläre mit einer Person, dann begegne ich der ganz anders hinterher. Ja, wenn dann Frieden durch die Aufstellung entstanden ist oder die Thematik geklärt wurde, ans Licht gekommen ist, was da zutage kommen soll, dann gehe ich natürlich ganz anders in die Welt. Ich strahle was ganz anderes aus, ich ziehe ganz andere Menschen an. Und diesen Frieden, den ich in mir habe, den übertrage ich auf andere. Und die übertragen das dann wieder auf andere. Und so habe ich das irgendwie gesehen, wie so eine Kettenreaktion. Ja? Ich habe schon mal ein Video über Familienaufstellung gemacht. Da habe ich so ein bisschen mehr über die, was da überhaupt passiert und wie das abläuft. Und hier geht es ja mehr so um meine eigene Geschichte, was ich so für Ausbildung gemacht habe und so. Naja, das habe ich jedenfalls damals, da habe ich die Aufstellungsarbeit kennengelernt. Und dann war ich Feuer und Flamme. Und ich hatte eine liebe Freundin, die mich an eine Heilpraktiker, also an die, wo ich dann auch gelernt habe, wo ich Heilpraktikerin geworden bin, die hat mich dahin geführt und dadurch habe ich halt Menschen kennengelernt, die Ausbildung, also die mit Familienaufstellung arbeiten, dort in Berlin, wo ich gelebt habe und bin dann immer, habe dann angefangen zur Aufstellung zu gehen, um das einfach zu erleben. Und es ist ja auch jedes Mal so, wenn du da selber als Stellvertreterin eingesetzt wirst, dann klärt sich auch was in dir, in mir, auch wenn ich jetzt, auch wenn das gar nicht meine Aufstellung ist. Ja, aber oft wird man halt in Rollen gewählt, die was mit einem zu tun haben oder die auch ein ähnliches Thema widerspiegeln. Und dann war ich immer bei diesen Aufstellungen und zu dem Zeitpunkt war mir, glaube ich, noch nicht klar, dass ich Heilpraktikerin werden will. Ich war einfach nur immer bei Aufstellungen, weil ich das so spannend fand. Und dann irgendwann habe ich ja mit der Heilpraktiker-Ausbildung angefangen, 2002 war das dann, und habe dann gleichzeitig mit, also ich habe meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. In dieser Ausbildung war Familienaufstellung nur ganz kurz abgehandelt, damit man gucken konnte, ob das was für einen ist. Also da hatten wir nur so 6 Termine oder so. Aber um damit arbeiten zu können, braucht es ein bisschen mehr, finde ich. Also ich bin zumindest ein Mensch, ich habe halt einfach zu viele Selbstzweifel. Ich bin da nicht so jemand, der durch die Welt stapft und sagt, ich kann das, sondern ich brauche eine fundierte Ausbildung und viel Praxis und ja, und deswegen habe ich dann parallel zu meiner Heilpraktiker-Ausbildung noch 2 andere Ausbildungen gemacht zur Familienaufstellung. Und die waren beide sehr, sehr verschieden und haben sich wunderbar ergänzt.
Und ich erzähle dir jetzt mal so eins nach dem anderen, wie das da abgelaufen ist. Also die eine Ausbildung habe ich bei Jens Brambach und Armin Rocher gemacht. Jens Brambach ist auch heute noch in Berlin und macht Aufstellungen, also den kann ich dir sehr ans Herz legen. Vielleicht kann ich da unten mal einen Kontakt reinpacken in die Infobox. Und die beiden haben so eine Ausbildung gemacht, die war, also es war erst ein Jahr und dann habe ich aber noch ein zweites Jahr gemacht und die war sehr praktisch. Ja, wir haben 12 Wochenenden gehabt in einem Jahr, also jeden Monat ein Wochenende und haben dort einzelne Themenbereiche abgehandelt und gelernt. Ja, das, und immer gleich mit Übungen. Also es war wirklich so, wir haben relativ schnell eigene Aufstellungen geleitet, beziehungsweise kleine Abschnitte. Ich weiß noch, am Anfang haben wir immer so kleine Zweierübungen gemacht oder Dreierübungen, wo es einfach darum geht, so stell dir mal deinen Vater vor, stell dir mal deine Mutter vor und dann einfach so Grundsätze zu sprechen und zu klären. Und dann haben wir angefangen, für uns als Teilnehmer Aufstellungen zu machen und haben immer so, wenn jemand eine Idee hat, dann den Schritt gemacht, hat derjenige den Schritt gemacht in der Aufstellung. Ja, also nur damit für die, die gar nicht davon Ahnung haben oder die es noch gar nicht kennen, bei einer Familienaufstellung kommt ein Kreis von Menschen zusammen und eine Person hat ein Anliegen, ein Thema, was sie gern bearbeiten möchte. Das wird erzählt und dann sucht die Person aus den Anwesenden Stellvertreter aus für die Personen, die in der Geschichte vorkommen. Also wenn sie ein Thema mit ihrer Mutter hat, wird die Mutter mit aufgestellt oder ja. Und diese Stellvertreter stehen dann im Raum und das ist so das Magische, sage ich mal. Man könnte es aber auch mit Physik erklären, mit den Feldern, die so entstehen. Die verhalten sich wie die echten Personen. Ja, die Mutter, es geht bis hin zu Gesten und Wörter, Sätze, die die Originalpersonen auch sprechen, obwohl die sich gar nicht kennen. Und sowas haben wir dann halt geübt und wirklich praktisch erfahren und haben die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die es in so Familiensystemen gibt, haben wir dort gelernt. Also richtig Basisgrundwissen. Und das zweite Jahr war dann so ein Aufbaujahr, wo spezielle Themen bearbeitet wurden oder behandelt wurden. Ja, so Kriegstraumata, was sind Ausgegrenzte, ja. Das sind so speziellere Themen, aber ich mag da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Wenn ich das machen soll, dann schreibt mir gerne unten einen Kommentar, dann gucke ich das nochmal genauer nach, was wir da alles so gemacht haben. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so parat. Aber das war auf jeden Fall eine sehr praktische Ausbildung. Und die zweite Ausbildung, die ich gemacht habe, die sah so aus, dass ich, die war bei Andreas Krüger, die ging 4 Jahre und da habe ich 3-mal im Jahr, gab es so Wochenenden, an denen wir teilgenommen haben, wo Andreas Aufstellung geleitet hat. Und es gab einmal im Monat noch so einen Aufstellungsabend, wo er 2 bis 3 Aufstellungen gemacht hat und wir hatten einen Übungsabend, wo einer der Schüler eine Aufstellung geleitet hat. Und das war sozusagen die Ausbildung, dass wir ihm zugeschaut haben, wie er arbeitet. Jetzt wirst du irgendwie denken so, ja, wie, und na und, so. Ich habe auch erst, zu dem Zeitpunkt habe ich mir überhaupt keine Fragen gestellt, so, das war einfach so diese Ausbildung und es war sehr beeindruckend, sage ich jetzt erstmal so. Und dann, ich weiß gar nicht, das war glaube ich dann nach 3 Jahren oder so, ich bin da wirklich langsam, bis ich da irgendwie so Mut gefasst hatte oder bis ich so dachte, ja, jetzt geht's los, habe ich in diesem Übungsabend bei Andreas meine allererste Aufstellung geleitet. Und das Faszinierende war, dass durch dieses permanente Beobachten, ihm zugucken, habe ich das alles in mich aufgenommen. Die Sätze waren auf einmal da. Ich wusste nicht, ich habe die nie auswendig gelernt. Ich habe sie einfach 100-mal gehört und dann waren sie in mir drin. Die Lösungssätze, die es zu sprechen gibt, ja. Und so war für mich diese beiden Ausbildungen wirklich eine super gute Verknüpfung. Und außerdem sagt dir jeder Lehrer sozusagen, der Aufstellungen unterrichtet oder weitergibt das Wissen,
gehe so zu so vielen Ausstellungen wie möglich. Also ich war ungefähr bei 500 verschiedenen Ausstellungen in meinem Leben und habe vielleicht jetzt so 50, 60 Ausstellungen selbst geleitet. Ja? Und du lernst wirklich beim Dabeisein, beim Zuschauen, beim Selbsterfahren, selbst durchleben. So, ja? Und ja, das ist das, was ich dir jetzt so weitergeben kann. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Wie gesagt, wenn nicht, schreib sie einfach in die Kommentare. Ja, aber das war so diese, wo ich da so ganz viele Aufstellungen mir angeschaut habe, das waren wirklich in diesen 4, 5, 6 Jahren oder auch, wo ich noch in Berlin war, diese 13 Jahre lang, da habe ich exzessiv mich mit Aufstellungen auseinandergesetzt und habe dann eigentlich erst, wo ich in Leipzig war, so jetzt seit 5 Jahren ungefähr selber angefangen, Aufstellungen anzubieten. Das hat sich vorher nicht ergeben, aber ich arbeite halt sehr gerne in Gruppen und arbeite sehr gerne sozusagen mit echten Menschen, weil du kannst das halt auch mit Papier machen oder mit Gegenständen, ja, dass da keine Menschen als Stellvertreter sind, sondern irgendwelche Tierchen oder Gegenstände, andere. Ja, genau. Ja, das war's bis hierhin. Ich wünsche dir alles, alles Liebe wie immer. Hier erscheint jetzt noch ein Video. Vielleicht interessiert dich das und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Ciao.